Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2, wo ich mein Headset ein bisschen enger stellen muss. Ich war gerade enorm gut kacken und will was essen. Ich habe noch ein paar schlechte Neuigkeiten bekommen. Ja, naja, da will ich euch nicht mit belästigen. Da geht es nur um die bucklige Verwandtschaft und ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ihr wisst ja, wie das ist. Also, geht nicht. Boah, Entschuldigung. Oh, ich habe einen Beutel gemacht. Ja, Entschuldigung. Es geht nicht um meine direkte Verwandtschaft, sondern um die von meiner Frau. Da ist wieder. Sind wieder Dinge, die, ja, nicht erfreulich sind. Das wird wieder Konsequenzen nach sich ziehen. Da bin ich ja knallhart, was das angeht. Da könnte ich mich mal am Arsch lecken. So einfach ist das. So, wir reiten jetzt nach Valentine. Und gucken mal, was der gute John so organisiert hat an Arbeit. Vorher können wir einmal durch den Fluss galoppeln, damit das Pferdchen sauber ist. Damit das Blut da hinten mal weg ist. Guck mal, hier haben wir uns auch noch nicht umgeschaut. Hier so drin. Boah, Alter. Oh, und kommt wohl das Pferd. Schön. Okay, man kann... also man kann also auch volles Mett gegen Baum reiten. Voll stumpf, Alter. Ich wollte noch bremsen, aber das Pferd wollte nicht mehr. Ich habe mal so gebremst. Ich habe mal die Baum... Das war übrigens die berühmte Baumbremsung. Ich wollte mal reingucken, warum hat es hier eigentlich gebrannt? Gibt es da irgendeinen Grund für? Guck, hier ist so ein Karren. Wahrscheinlich ist der abgefackelt, ne? Untersucht. Oh, ein Buschfeuer. Okay. Mhm. Warum ist das wichtig? Ich. Hallo? Steig mal ab von deinem Gaul. Hier ist noch eine Truhe oder sowas. Die können wir, glaube ich, aufmachen. Ja, Schatulle. Broschüre für hochexplosive Brandsätze. Und ein Goldnugget. Aha. Dokument untersuchen. Lesen. Während Schwarzgebrannter nach einem harten Arbeitstag ein hervorragender Freund sein kann, ist er in Verbindung mit einem Brandbeschleuniger auch bestens geeignet, um die möglicherweise resultierenden Auseinandersetzungen zu beenden. Der hier beschriebene Brandsatz führt zu einem länger und heißer brennenden Feuer. Benötigte Materialien, schwarzgebrannter Tierfett. Alles klar. Wir haben was Neues gelernt. Und ein Goldnugget. Cool. Gemahlener Kaffee. Was? Kaffee ist voll? Und Wundertonikum auch. Das ist ja doof. Also, ich hatte anscheinend jemand geübt. Warum bin ich hier noch nicht vorher reingeritten? Verstehe ich gar nicht. Hier hat jemand geübt mit diesem Brandsatz anscheinend. Ja, ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Also, dieser Brandsatz ist a good working thing, I think. So, und dann müssten wir darüber eigentlich, oder? Jetzt bin ich wieder so um die Karte gegangen. Nee. Calvin's Seat ist hier. Dann mache ich mal hier den Marker hin. L3. Wegen der Schatzkarte. Ich höre das Frauchen hier rumschleichen. Was will es? Hi. Schon wieder weg? Anscheinend. Na gut, dann nicht. So, und zwar Calvin's Seat. Ich weiß, wir wollten in die Stadt. Es tut mir leid, aber hier gibt es Dinge, die sind sehr dinglich. Eigentlich wollten wir runter an den Fluss. Entschuldigung, schon wieder ein Bäuchchen gemacht. Völlig unverblümt. Ich meine, rausrotzen, Alter. So, hier oben soll das sein. Easy now. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal hoch. Und gucken wir mal, ne? Hier soll das Hügelchen sein. Mal gucken, ob wir überhaupt kommen.
Da muss ich auch erstmal drauf kommen, ne? Oh, guck mal, hier ist sogar ein Lager. Aha. Gibt's hier was? Da hinten. Da ist irgendeine Pflanze. Hier. Lagertechnisch. Nichts mehr zu holen. Amerikanische Ginseng. Ja, hier, hoch rein den Scheiß. Keine Ahnung, was macht. Dein Körper hat sich an die Wirkung dieser Pflanze gewöhnt. So, und dann sind hier nämlich diese beiden Dinger. So, und jetzt müssen wir gucken, wo wir genau hin müssen. Schatzkarte. Rauf und dann soll hier so ein kleiner Pfad irgendwo runterführen, wenn ich das richtig sehe. Und irgendwo an der Seite soll das sein. Und das da sieht faderig aus. Kommen wir irgendwie hin? Guck mal. Hier könnte man hinkommen. Ja, so mittig runter, ne? Das wäre so hier so. Okay. Und dann müssen wir rüberspringen. Na, ganz toll. Da nehme ich lieber ein bisschen auf. Und speicher vorher vor allem. Ich will mich jetzt nicht umbringen, ne? Das wäre mir so fatal. So. Ja, die Revolver-Story geht. Keine Ahnung, wir müssen erstmal den Typen wiederfinden. Der soll in irgendeinem Salon rumlungern. Hat er ja schon mal gesagt. Die Frage ist nur, wo? Weiß auch keiner so genau. Okay. Komm ich auch wieder zurück. Frag für einen Freund. Komm ich hier hoch? Hier. Alter, wer versteckt denn hier Dinge? Okay. Und hier ist Ende. Und guck mal hier, durchsuchen. Klar, das musst du ja erstmal finden, Alter. Das findest du ja auch nicht mal so ohne weiteres, ne? Eine Perlenkette, schön. Entdecker 2, Schatz gefunden. Ausdauer, 75% Fortschritt, sehr schön, gib bald den nächsten Point. Das ist, keine Ahnung, freies Feld mit drei quallenden Bäumen. Und da ist irgendeine Statue oder ein Wagen oder so ein Scheiß. Bei qualmende Bäume glaube ich nicht. Die qualmen ja nicht ewig, ne? Irgendwelche Krater oder sowas. Keine Ahnung. Wir werden sehen, wenn wir es haben. So, jetzt stellt sich nur die Frage, wie komme ich hier wieder weg? Lebend wohlgemerkt. Ich muss jetzt wieder zurück. Irgendwie. Ja, aua. Okay, das hat nicht gut geklappt mit dem Springen. War jetzt minder erfolgreich, möchte ich behaupten. Ich vermute mal, hier kommen wir auch nicht hoch. Nein, natürlich nicht. Na gut. Wir hoffen, dass wir uns nicht die Beine brechen. Oh, ah, alles gut, wir haben noch das goldene Herz. Moment, schön, dann kann ich den Marker ja mal wegmachen. Haben wir den hier schon mal gefunden? Guck mal, hier gibt es auch Hasen. Hm.
gehen wir ein bisschen zu Fuß, ne? Dann können wir ein bisschen Ausdauer sammeln. Was macht er da vorne mit seinem Hund? Kreische hier, Junge. Partner? Evening, mister. I always say, manners cost nothing. All right. You enjoy the rest of your day. Bye. Come here. Hello, boy. Der Hund ist genauso nett wie sein Herrchen. Okay. Ein Felsen, der aussieht wie ein Gesicht. Ja. Tja, dann müssen wir mal so ein bisschen die Augen offen halten, was sowas angeht, glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch irgendwo hier ist. Wow, easy. Aber ich kann nicht sagen, wo. Noch mal auf die Karte rauf gucken. Hier Giftfahrtkarte. Ein Felsen, der aussieht wie ein Gesicht und dann in einem umgefallenen Baumstumpf. Ah, das kann ja auch akut überall sein. Komm, jetzt hier im Dunkeln siehst du sowieso nichts. Ja. Was ist denn da oben schon wieder los? This here boy is gonna. I'm done with this son of a bitch. Take him out, boys. Ich hab keinen Abstand von meinem Pferd. Okay, vom Pferd aus schießen ist echt scheiße. Appreciate you stepping in there. Those bastards been turning the screw on me from day one, saying I gotta pay them protection money. I told them where to stick it, and well, I guess you just saw how that panned out. You watch yourself, right? Siehst du, das Ding, dieses kleine Event haben wir nämlich beim letzten Mal schon so ein bisschen verpasst. Ja, dann nehmen wir die mal alle mit. Das ist eine Gürtelschnalle. What happened to you two? Cowering like dogs. You wouldn't give us no guns, Pa. This is the worst idea I've ever had. We're with you on that. Martin-Ring, sehr schön. Können wir gleich ein paar Sachen verkaufen, wir wollen ja eh in die Stadt. Jetzt ist zwar schon wieder dunkel, aber hey. Ihr zufällig ein Kärtchen oder sowas. Ich glaube, ich habe mich hier schon mal umgeguckt, ne? Guter Brandy können wir nicht mitnehmen. Gucken, ob wir mit den Leuten hier noch reden können. Ne, wird auch angezeigt. Das ist aber der Vater jetzt, ne? Ja. Well, I'm sure you got things to do. I'll try. Die bauen hier und die Gesetzlosen wollten nicht, dass die hier bauen. Guck mal, da ist eine riesige Truhe. They tried to kill us. Ja, haben sie aber nicht. You'll be all right. Just stick it out.
I just want to go back home. So there we are. Darf ich überhaupt ran oder bin ich dann auch gleich im Arsch? Stop taking our stuff, damn it! Ist ja gut, ich mache ja schon nichts. Right from under my nose, you bastard! Entschuldige, ich habe ja nichts genommen. Fahr dich mal locker runter, ja? Ich habe nur geguckt, ob ich darf. So, Pferdchen, trab an hier. Wir müssen eigentlich mal irgendwo unser Lagerchen hier aufschlagen. Ja, wenn es schnell geht, macht nichts. Danke. Okay, vielleicht müssen wir später mal wieder herkommen und vielleicht schon ein bisschen weiter mit dem Haus bauen. Wer weiß, wer weiß. Das sehen wir dann. Schauen wir schon mal, was John für einen Auftrag hat jetzt. Ich wollte erst ein bisschen was von meinem Zeug verkaufen, damit wir auch mal wieder was mitnehmen können. Weil wenn wir das alles nur sammeln und spenden, aber nichts verkaufen, dann haben wir auch nichts davon, ne? So, hier ist der Zirkus. Da ist Schlachterkalle. Oh, der ist dort noch auf? In die Uhrzeit? Nee, hört jetzt zu. I love all of you. Ja, hello, sir. Ein zurecht. Können wir mal einen saufen gehen, ne? Guck mal, ist das nicht Tommy? Timmy? Tommy? 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 Well. You hear Harvey had to sell a saddle over. Gentlemen, how do you do? Howdy. Ich bin eigentlich dafür, meine zünftige Schlägerei anzufangen. Einfach nur mal so. Easy now, partner. Gehen wir mal aus der Sonne, Junge. What can I get you? Ich hätte gerne Whisky. Whisky, please. Got to keep that whistle wet, huh? Trinken auch viel zu wenig, ne? Ja, das Ding kostet nur 50 Cent. Tommy, ain't you? Oh, man, that was some fight. You boys slugged it out fair and square. Except maybe him throwing you through the window like he did. I don't know if you've seen him since, but he ain't all there. Like the lamp's lit, but there's no one home. But like I said, you fought fair. That's how it goes sometimes. Anyway, cheers to you, mister. I'll leave you to your drink. Bitte. Mister. Well, now. So. Life can't be all bad when there's beauty like yours. See the coat hanging up there by the piano? You know whose that is? Been there for as long as I can damn remember. I never seen it come nor go. I'll be damned. So, noch ein bisschen. You shouldn't drink anything. Dann würde ich tatsächlich mal eine Schlägerei anfangen wollen. Always worth having one for the road. Old Willie was in here this morning. Four sheets to five wins before he even set foot in the door. Takes his bourbon, leans right on the stove there, and jump. One more? Good health. Whatever you like. Can't say I'm surprised. Why, hello. You looking for a roll in the hay? Somebody get the floor to stop moving. Ja, nun, hau rein, den Scheiß. Howdy, mister. How's it been doing? I'm hoping tomorrow will be better. Kann ich eigentlich? Madam? Hey there. Hi there. Ain't you a sweet boy? Hmm. Hello.
Ist der Hinterausgang? Boah, ist das zackdunkel hier, Alter. So, ich habe jetzt drei Whisky gehabt. Ich speichere jetzt einmal und dann versuchen wir mal, gucken wir, ob wir überhaupt eine Schlägerei anzetteln können. Indem ich einfach irgendeinem Paar auf die Fresse hau. Einfach nur mal so. Ich meine, wir können dafür gerne in den Knast gehen. Das ist, glaube ich, nicht so das große Problem. Faust ist ausgerüstet. I need a bed. Give me another drink. Ach, hier ist er schon wieder. Quick! Before I shit right here in the bar. That's how it was. Back in the day, you know. Partner? Wouldn't merely piss indoors. Can't remember my last day off. Shit! And everything. Maybe they're bitter guys another time. We didn't care. You know why? Because real men don't care where other men turn. That's just a fact. The other side of it is, if you do care, you ain't no man at all. Also ich hätte durchaus ein Problem, wenn du mich auf die Bar scheißen würdest. You already watered it down enough. Der bietet sich doch an für eine Zünftige-Schlägerei, oder? God damn annoying ladies, all you. You ain't men. Oh, I fought 50 inches. You're gonna brawl. Do it in the that street. That fella's a bit off. Yes, calm indeed. Down. It's not worth it. I've seen stranger things, but not men. That's it. I think I had enough. Ha! You called. I'll be. That's it. Now I've seen everything. Hoffentlich, aber gleich. Dann immer noch nicht genug. Der bleibt doch nicht liegen, wa? Na komm. Mercy me! So. The law will see you. Careful, some feller's going wild back there. I don't need to be included in this. Hey, move it! Park. Batman will do you no good. Mark my word. What's this? Take that robbing son of a bitch down! All right, we'll sort this out. Shit! The things you see in this place. Hey, hold up, man. Help! Do us all a favor, lady. What in God's name? Stay facing that way. You bet the you're getting robbed. Oh, God have mercy! You're giving me oh your God, money. Oh, God, I need help! Please don't! I'm surprised you move on two legs. Jetzt bleib doch mal hier, Mann. Ich will dich ausrauben. Los, jetzt hol sie dir, verdammt nochmal. Please, someone help! Fish on the line. Someone, I'm scared. Zeig aber what in the name of God? Just relax, alright? Help! Kurz vor dem Lasso eingefangen. Ja, muss man auch mal machen. Mal plündern. So, while you're here. Alligator-Talisman herzustellen. Stop! I'll do whatever you want! So. Wollte ich nur ausrauben.
Sorry, lady. Oops. Stop, or I'll kill you. You wait till I get my hands on you. Right here. You got about one more second. Quicker! Fine, it's yours! Bandit. God have mercy! Da ist jemand in der Herausforderung. Okay. Cool. Oh, aber irgendwas... Oh nein, jetzt ist das wieder gesperrt. Finden hier dann immer noch illegale Geschäfte statt? Ich brauche einen Freund. Na, ich kann hier nicht mal reingucken. Kann ich auch nichts machen. Einfach mal kurz dahin. Wir können mal beim Sheriff vorbeigucken. Mal gucken, ob der irgendwas zu vermelden hat. Also Schlägerei ist okay. Plündern dann nicht mehr. Morning, partner. Mr. Sheriff. Morning. Ain't worth the trouble. Sheriff Malloy. Dem kann ich nicht mal reden. Hey, you better bet I'm keeping my eye on you. Don't worry, I ain't out for no trouble. Okay there? Mhm. Steckbrief haben die hier nicht. Ach, guck mal hier. Hello. You idiot. Danke. Und hier ist der Doktor. It's you. Ja. Benedict, hey. I thought I'd stop by to see you. You've seen the error of your ways, I hope. Never been very good at that, I'm afraid. They're gonna hang me. Please. Think about this now. I'm getting out of here. Christ! Hands up now. Relax. Someone save me. All right, you piece of trash. You're coming with me. Ist ja gut. Was hat er gemacht? Was denn? Ich stand doch nur da. Darf ich nicht mit dem Gefangenen reden, oder was? Sitze ich halt mal kurz im Knast, ich weiß nicht. Kostet mich das irgendwas? Mein Knast ist so gut, ne? Ich krieg was zu fressen, ich krieg was zu trinken. Frage ist, kostet mich das jetzt irgendwas? $10 Kopfgeld. Na, hat mich $8 gekostet. Okay. Also so kann man auch Kopfgeld loswerden. So, jetzt haben wir den Typen auch mal zusammengeschlagen. Der hat aber gut was ausgehalten, ne? Also der hat ordentlich was weggefressen. Na, hier sind wir auch schon ein Stück weiter. Bin mal gespannt, was die hinbauen. Und ob das auch noch fertig wird. So, ich würde sagen, gehen wir mal kurz in den Gemischwarenladen. Wir wollten ja eben Dinge verkaufen. Wir haben jetzt $8 verloren, die kriegen wir aber locker wieder rein. Been a while since you came through town, ain't it? Yep. Have a look around. Some of the fellers who play poker down at Flat Neck Station said they had some clergyman in. Drunk out of his mind. Ja, alles gut. So, Stück Käse haben wir 2 von 3. Von Waffenöl. Schokolade. Hier haben wir auch 2 von 3. Dosen Mais. Guarama rum. Ist auch noch nicht voll. Das hier ist voll. Starkes Schlangenöl. Das können wir verkaufen. Apfelbeere geht. Magenbitter. Haben wir auch 3 von 3.
Kaufen wir auch mal. Ich will nicht immer so viel stehen lassen, das ist immer das Ding. Pferdewecker, das brauchen wir auf jeden Fall. Kaffee. Kann man auch nie genug haben. Davon haben wir 3. 3 von 3. Hier auch. Meistens findet man das ja nur einmal irgendwo. Wenn wir dann irgendwo sind, können wir es zumindest mitnehmen. Und so ist ordentlich was wert, das Zeug, ne? Gesalzenes Rindfleisch. Das weg, das weg. Oh, hier auch. 3 von 3. Wo sind denn die Zigaretten? Kann ich die nicht verkaufen? Kann ich die nur rauchen? Anscheinend kann ich die nicht verkaufen, oder? Die müssten ja rein theoretisch hier irgendwo rumfliegen. Was ist das? Dosenlachs. Hier, Cracker kann ich nicht verkaufen. Ladenbesitzer akzeptiert diesen Gegenstand nicht. Mhm. Zigaretten auch nicht. Das ist ja schade. Das ist früher morgen, rein theoretisch. Könnte man den ausrauben? Ich würde mal eben. Oh, wer blöd, der hat mich jetzt ja gesehen. Garderobe. Kann ich mich umziehen? Thanks, partner. Ah, okay, hier komme ich raus. Könnte ich rauskommen, wenn ich den jetzt ausraube? Ist natürlich blöd, weil er hat mich jetzt gesehen, ne? Aber ich würde es gerne versuchen, so jetzt noch so als Abschlussschritt quasi. Da speichere ich aber vorher nochmal. Versuchen kann man sie ja und dann flüchten wir einfach. Beziehungsweise rufen wir erstmal Pferdchen her, ziehen uns um, hoffe ich. Und dann gehen wir da rein. Und rauben den aus. Ich meine, jetzt ist eh gerade mal scheißegal, weil wir können jetzt eh nichts mit John machen. Hier, komm her, Hottie. Positionier den Gaul mal in Fluchtrichtung, ne? Dann können wir von hier aus nämlich gleich abhauen. So, jetzt sind wir schon mal einmal angebunden. Dann ziehen wir uns mal schnell um. Tuch auf dem Hals. No, you taking this joke. I think you better open up that register. Don't kill me. Ain't no reason to get worked up. I'll give you every dime. Oh, for Christ's sake. Stealing from the hard working good job. Ausrauben. Los. This is mighty fine of you. Hey, the lawman here. Valentine, this is a shit town now. Pferdchen. Und dann weg. So. Yeah, you all right there, boy? Es gab nur Zeugen, aber die waren rot, ne? Also das heißt, die haben mich nicht erkannt. Slow it up. Jetzt warten wir hier ein bisschen ab. Das hat gut geklappt mit dem Hinterausgang. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir eingenommen haben. Waren, glaube ich, nicht allzu viel, ne? $30 oder so hat sich überhaupt nicht gelohnt. So, und dann Tuch weg.
Und wieder umziehen. Zack. Und jetzt ist auch nämlich der Herr Marston wieder verfügbar. Der Laden ist erstmal geschlossen. Ein paar Stadtbewohner müssten wir nochmal ausrauben. Hast du ja gesehen, Banditenherausforderung. Wie wär's denn hier mit denen? Warte mal, ich zieh mich mal nochmal um. Kommen wir rein. Morning, friend. Ach, guck mal. Nee, da. You fixing to raise some hell? Gonna need all your money, my friend. But you got a big problem. All right, faster. Take it. This all you got? All right, just go. Live another day, I say. Shit. Ist hier noch irgendjemand? Das war ja nix, Alter. Er hat nur ein paar Cent dabei gehabt. Na, das hat sich ja voll nicht gelohnt. Hat er ein Pferd oder sowas mitnehmen kann? Die Frage ist natürlich, warum kann dadurch mein Ruf sinken? Sehr merkwürdig. Aber von mir aus. Ich hatte doch eine Maske im Gesicht, oder? Will ich hoffen. So, und jetzt auf zu John. Und dann gucken wir mal, was der so in der nächsten Folge aufgetan hat. Also in der nächsten Folge gucken wir, was der so für uns aufgetan hat. Und bis dann reite ich todesmutig durch die Stadt und sage vielen Dank fürs Zuschauen und fürs dabei sein bei Red Dead Redemption 2. Und bis zur nächsten Folge, ne? Ich bin der Mechaniker und ich bin raus. Tschüss. Wir werden nochmal alle anlegen. Whoa, das werden wir definitiv. Aber alles so zu seiner Zeit. Hat sich jetzt wirklich nicht wirklich gelohnt. Also $30, ja. War überhaupt nicht lohnenswert. Also, naja, auf alle Fälle in der nächsten Folge dann. Und ja, tschüss.